Hallo liebe Freunde, heute ist Donnerstag, der 13.07. Wir haben es jetzt 4 Uhr und 5 Minuten genau. Ich bin in Hamburg bei FedEx. Bin vorhin von Langenhagen hier rüber gefahren. Ja, das ist gerade mal meine zweite Tour die Woche. Ich war am Anfang der Woche in Schweden. Also erst nach Dänemark, dann nach Schweden, also meine Standardtour sozusagen. Das ging ja von Sonntag los, Dienstag war ich dann zurück. Ja, und seitdem bin ich wieder auf Abruf gewesen und jetzt war halt diese Tour heute Nacht mal. Mal gucken, ob die Woche noch was kommt. Ich hoffe ja, damit ich wieder ein Video für euch machen kann. Ne? Jo. Ich habe jetzt gerade umgesattelt. Den Trailer, den ich gebracht habe, der steht da hinten, der letzte. Und habe jetzt einen anderen aufgesattelt, der ist beladen für Langenhagen wieder. Und fahre jetzt zurück nach Langenhagen. Ja, so sieht das aus. So, dann wollen wir mal wieder zurück nach Langenhagen. Das schöne Städtchen Hamburg verlassen. Ja, hierher war alles gut. Kein Stau gehabt, nichts, gar nichts. Aber um die Uhrzeit ist das auch kein Wunder. Ich denke mal zurück. Werden wir auch ohne Stau kommen. Und wenn das so ist, dann bin ich um kurz vor 6 zurück. Ja, und dann harren wir mal in den Dingen, die da kommen, ne? Ich weiß nicht, ob ich dann wieder zurückfahre. Muss ich dann noch mal mit Andreas sprechen. Erstmal warten soll, ob noch irgendwas anderes kommt, aber ich glaube eher nicht. Wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr ruhig im Moment. Es ist halt Urlaubszeit, ne? Aber trotz alledem, es ist ruhiger als sonst die Jahre davor. Ich bin ja jetzt schon 8 Jahre hier für FedEx am Fahren und so ruhig wie dieses Jahr war es definitiv noch nie. Also habe ich noch nicht erlebt. Aber naja. Irgendwann ist immer das erste Mal oder wie sagt man? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Das wirklich einfach nur ein Sommerloch ist oder ob unsere Wirtschaft lahmt, keine Ahnung. Das werden wir spätestens nach den Sommerferien wissen, wenn es dann normal wieder weitergeht. Dann war es wohl nur das Sommerloch. Aber es war ja auch vor den Sommerferien schon irgendwie weniger. Wie gesagt, das sind alles nur erstmal jetzt Spekulationen. Es ist zwar wie es ist, aber es muss jetzt ja noch nicht unbedingt was heißen. Ja, Langenhagen erreicht. Ohne Probleme, ja, hatte ich mir ja schon gedacht. Es ist jetzt 5.45 Uhr genau. Das ist gut, ne? Gut im Rennen. Irgendwas klappert da immer.
muss ich gleich mal gucken, was das ist. Irgendwas, immer wenn ich so links um die Kurve fahre, dann klappert da irgendwas. Ein Stoppschild, ja, und los geht's. Mal gucken, ob das gleich wieder ist. Und meistens, wenn ich links rumfahre, dann macht das so klapp, so komisch, als weiß ich nicht, als wenn irgendwas im Schrank da oben drin ist, was gegen die Seitenwand fällt. So hört sich das an. Rechtskurve. Ne, da ist nichts, ne? Rechtskurve ist nichts. Jetzt kommt die Linkskurve. Ich lasse mal den Blinker aus, ist sowieso keiner da. Da, Bock. Wieder. Komisch. Vielleicht finde ich den Übeltäter. Dann sage ich euch, was es ist. Ja, ich werde jetzt erstmal den Trailer reinstellen und dann melde ich mich gleich nochmal. Ne? Da wieder. Bock, bock. Gibt's gar nicht. So, liebe Freunde, ich bin jetzt auf dem Hof. Bett ist schon aufgeschlagen, da gehe ich jetzt rein. Jetzt ist erstmal Schlafen angesagt. Tja, so sieht das hier aus. Von innen, wenn die Gardinen zu sind. Alles klar. Bis später, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir haben es 22.34 Uhr. Heute ist der 16.07. Und ich bin auf dem Weg nach Kopenhagen und danach nach Helsingborg. Ja, hier ist eine Baustelle in der Baustelle. Hier geht es gleich alles auf die rechte Spur rüber. Und deswegen staut es sich hier. Ja, so sieht das aus. Oh, mal sehen, wie das so weitergeht. Ob dann die Brücke in Hamburg wieder dicht ist oder ob es dann heute mal darüber läuft. Schauen wir mal, ne? Ja, es ist 3.30 Uhr jetzt. Also gleich, so in 2 Minuten. 3.30 Uhr aufgerundet. Und es wird schon wieder hell. Mensch, ich bin so früh dran heute. Ich bin bestimmt der Erste heute in Kopenhagen zum Abladen. Dann geht das bestimmt rucki, rucki, zucki. Ja, jetzt habe ich gerade abgeladen in Kopenhagen. Das ging alles rucki, zucki heute wieder. Wir haben es 4.55 Uhr erst. Und ich bin schon auf dem Weg jetzt nach Schweden. Ja, können wir uns heute nicht beschweren. Das geht echt schnell heute alles. Die Fähre da in Puttgarden habe ich um 1.45 Uhr schon bekommen. Normal kriege ich immer die erst um 2.15 Uhr. Aber irgendwie hat heute alles echt gut geklappt. Hatte auch keinen Stau, außer diesen einen in der Baustelle. Hatte ich sonst keinen Stau weiter. Ja, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, jetzt erstmal nach Helsingør in den Hafen und dann gucken, wann die Fähre fährt und dann rüber nach Schweden. Und dann ist auch bald Feierabend und dann wird erstmal schön geschlafen.
weil ich ziemlich müde bin. Ich habe jetzt am Sonntag auf dem Campingplatz da im Vorzelt die Küche gebaut. Nicht alleine, aber mit guter Hilfe. Aber trotzdem, es war, die Zeit geht halt immer schnell rum und da war hinterher keine Zeit mehr, um sich wirklich auszuruhen. Deswegen bin ich froh, wenn ich heute ins Bett komme. Weil im Grunde bin ich jetzt seit gestern früh wach. Seit gestern Morgen so um 9 Uhr bin ich jetzt wach. Ja, das merke ich natürlich auch, ist klar. Macht man ja auch nicht alle Tage, ne? Aber naja, was soll's, wir müssen ja auch fertig werden da irgendwann mal. Und deswegen muss man da manchmal schon ein bisschen durchziehen, weil wer weiß, wann ich sonst wieder dazu komme. Aber diese Woche haben wir recht viel geschafft. Dadurch, dass ich nicht so viel fahren musste, haben wir recht viel geschafft. Es war ja wirklich nur letztes Wochenende, Sonntag, bin ich die gleiche Tour gefahren wie jetzt. Meine Standardtour, ne, sage ich ja immer. Also Langenhagen, Kopenhagen, Helsingborg. Dienstag bin ich zurück gewesen und ja. Dann war Donnerstag eine Hamburg-Tour in der Nacht. Von Mittwoch auf Donnerstag war eine Hamburg-Tour. Hamburg hin und wieder zurück, die habe ich ja auch gefilmt. Ja, und das war's. Mehr hatte ich letzte Woche nicht. Ne? Ja, und da konnte ich natürlich viel schaffen auf dem Campingplatz, ne? Also zu Hause. Ja, das ist immer ganz gut dann. Wie es diese Woche läuft. Ah, noch ist Urlaubszeit, ne? Also Urlaubszeit ist wirklich wenig dieses Jahr. Aber ist nun mal so. Oh, abgebrannter Sprinter. Na, das ist nicht so schön. Viele Fahrzeuge am Brennen. Letzte Woche, glaube ich, war das letzte oder vorletzte Woche. Da ist ein Betonmischer gleich da hinter Rütbyhafen abgebrannt, Richtung Kopenhagen. Ja. Hatte mir mein Bruder geschickt, das Foto. Hat er lange im Stau gestanden. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden hat er da im Stau gestanden, weil der Betonmischer abgebrannt ist. Ja, er dachte, jetzt ist er Deutschland durch und schön Dänemark, gibt Gas. Ja, scheiße was, hat er da gestanden. Kaum von der Fähre war Schluss. Ja, es ist ja manchmal echt wie verhext, ne? Wie verhext manchmal. Steckt man halt nicht drin. Bruder fährt übrigens bei Kühn, wo ich vorher war. Ja. Und wo mein Vater auch Aushilfe fährt. Da. Ja, wir fahren vorhin ein Stück zusammengefahren, aber der ist direkt jetzt nach Helsingborg durchgefahren. Der ist jetzt. Ja, ich denke mal, der kommt jetzt gerade in Helsingborg an. Und der legt sich dann auch gleich schlafen, weil der muss morgen Nachmittag, glaube ich, hat er gesagt. Ja, morgen Nachmittag muss er nach Malmö rüber. Da muss er dann laden. Also stellt er einen anderen Auflieger in Malmö hin und nimmt dann mit für Langenhagen. Ah, die Strecke kenne ich ja, da bin ich ja auch schon gefahren.
Kühn hat das ja als Linie. Die haben das immer von, also Sonntag raus und dann vom Montag auf Dienstag zurück da. Genau. Und wir haben ja immer die Tour hier Kopenhagen, Helsingborg und bleiben dann meistens auch stehen dann in Helsingborg. Ne? Bis Dienstag früh. So um 1, 2 Uhr so. Ich habe starken Kaffee getrunken und jetzt bin ich wieder fit, Freunde. Maria, Maria, I like it loud. Das ist aber so, 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 so. Da fliegst du weg, du der. Mann, oh Mann, oh Mann. Guten Tag! Ja, hier ist gerade ein heftiges Gewitter. Ich bin hier in Helsingborg. Da bin ich gerade wach von geworden. Aber schön. So wird man noch gerne geweckt. Wow. Ja, ich war hier heute Morgen angekommen um kurz vor 7 und habe mich gleich schlafen gelegt. Ich hatte ja gesagt, dass ich sehr müde war. Ja. Es war vorhin schon mal Regen, aber nur so leicht. Dann schien die Sonne wohl, denke ich mal, weil es war sehr warm hier drin. Jetzt haben wir richtig Gewitter. Ja, so ist das. Dann werde ich mir erstmal was zu essen machen, jetzt würde ich mal sagen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hi. Wir haben ja mittlerweile Dienstag. Es ist 1.20 Uhr. Leider ist der Trailer nicht fertig. Ich war um 1 Uhr hier im Büro hier in Helsingborg, aber der Trailer ist nicht fertig. Es ist nicht viel los, aber dafür ist der Trailer nicht fertig. Was? Ja, ist so. Ich habe einen Piepser bekommen. Wenn der piepst, soll ich reinkommen und die Papiere holen. Tja, warten wir mal, ne? Harren wir mal den Dingen, die da kommen. Ja. Das hatte ich auch lange nicht. Normal ist der immer so um eins, kurz nach eins fertig. Aber das ist schon normal heutzutage, ne? Ja, ansonsten habe ich gut geschlafen. Trotz des starken Gewitters. Ja, das ging so Stunde ungefähr mit dem Regen. Das Gewitter zog ziemlich schnell vorbei, aber der Regen, das war so eine Stunde. Also wie dieser Starkregen, ne? Wo es richtig geprasselt hat auf dem Dach. Ja, ansonsten war das Wetter recht ruhig hier. Jetzt ist auch wieder alles gut, ne? Hat sich gut abgekühlt, es sind nur noch 14 Grad draußen. Also man braucht schon eine Jacke. Das ist, ja, alles ja, hier geht ja sowieso immer so ein bisschen Wind, weil hier halt das Wasser in der Nähe ist, das Meer. Ne? Ist natürlich klar, hier geht immer ein bisschen Wind und bei 14 Grad fühlt sich das natürlich auch ein bisschen kälter an als 14 Grad. Ja. So, jetzt aber genug vom Wetter. Ich will jetzt losfahren.
1.30 Uhr. Ich soll schon mal aufsatteln. Papiere sind noch nicht fertig. Aber der Trailer ist beladen. Ist drauf, ging schnell, ne? Ja. Ach ja, so, mal hier mal umdrehen. Alles fertig. Wir haben es jetzt 1.50 Uhr. In 10 Minuten fährt meine Fähre ab. Es ist genau 2 Uhr. Aber ich denke mal, das werde ich noch gerade so schaffen. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sie pünktlich fährt und nicht zu früh. Das werden wir gleich sehen. Nicht so viel los hier im Hafen, wa? Kann man ja zählen, die LKWs. 12 Stück an der Zahl. So, dann buchen wir uns mal ein hier. Steht noch da. Es fahren gerade die Autos drauf. Also die Chancen stehen gut. Sage ich jetzt mal so. Ja, ist auch erst 1.55 Uhr. Gott sei Dank ist ja der Hafen hier von FedEx ziemlich in der Nähe. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer, dann bin ich in Rüttenbihafen. Ja, ist störungsfrei gelaufen bis jetzt erstmal. Mein Bruder, der stand vorhin im Stau, hat er mir geschrieben. Bei Fallingbostel auf der A7 Richtung Hannover. Ja. Ich hoffe, das war eine Nachtbaustelle, dass die dann nachher weg ist. Ja, da ist ja wieder, das sind ja ein paar dicke Baustellen wieder. Ne? Ja, müssen wir mal gucken nachher, wie das dann da aussieht. Das müssen wir im Auge behalten. Bin ich da in Rüttenbi. Dann werde ich wohl die 5.15 Uhr Fähre kriegen. Dann bin ich um 6 Uhr drüben in Deutschland, in Puttgarden. Ja. Wenn alles gut läuft, zwischen 9:30 und 10 in Langenhagen zurück. Hoffen wir.
mal das Beste, ne? Das ist jetzt hier die 16. Die haben ja hier alles neu gemacht. Neue Bahnen, ne? Alles schick. Ja. Und jetzt ist die 16, die Buchungsspur. Das ist ganz gut, dass sie das gemacht haben. Das entschärft natürlich jetzt die ganze Geschichte hier ein bisschen. Weil wir hatten ja immer Stau da vorne in den Stoßzeiten. Ne? War immer Stau vorne beim Fährbüro. Und ich denke mal, das wird jetzt sich ein bisschen ja, entspannter darstellen. Das Ganze. Ich hoffe es. So. Jetzt haben wir es 4.57 Uhr. 4.15 Uhr fährt die Fähre. Hamburg haben wir hinter uns gelassen. Das lief auch alles gut. Wie gesagt, Urlaubszeit. Da knibbelt das nicht so doll, ne? Ja, ich bin gleich in Bad Fallingbostel. Aber der Stau von heute Nacht ist weg. Das war wohl so eine Nachtbaustelle. Da drüben ist ja auch Baustelle jetzt alles. Da ist es zweispurig, aber da war es die Nacht, als ich Sonntag losgefahren bin, war es da auch am Stauen. Das hatte ich, ja, am Stauen, nicht am Staunen. Das hatte ich ja gefilmt. Ja. War hauptsächlich am Anfang der Baustelle, weil es da einspurig war. Da haben sie die gerade eingerichtet, so halbwegs. Ja, so sieht das aus. Jetzt habe ich noch 57 Kilometer, dann habe ich es geschafft. Dann stellen wir den Auflieger rein und dann fahre ich zu Mercedes rüber. Weil der Achim kriegt eine neue Zugmaschine. Der hat aber neulich erst vorne neue Reifen bekommen. Und die Reifen kommen jetzt auf mein Auto. Weil der Andreas die natürlich nicht verschenken will, ne? Ist ja klar. Das wäre eher Quatsch, weil meine Reifen sind auch nicht mehr so schick.
die haben jetzt schon knappe 340.000 gelaufen. So, dann kriege ich halt vorne neue Puschen, ne? Ist ja auch gut. Nee, ich bringe ihn dann nur hin, fahre mit dem Taxi auf den Hof und dann fahre ich mit dem Pkw nach Hause. Mein Chef holt den dann später ab und bringt den, stellt den Lkw auf den Hof. So hat er mir das gesagt. Ich fahre nach Hause und warte dann, bis wieder eine Tour kommt. Ich bin dann wieder auf Abruf, auf Standby und ja, wieder abwarten. Mal sehen, wie es diese Woche läuft. Ob da ein bisschen mehr los ist oder wie oder was. Uhr 30, FedEx Longhorn. 10:05 Uhr, Mercedes. Oh, da ist er wieder voll hier. Ist ja der Wahnsinn. Boah, da muss ich aber erstmal wieder Parkplatz suchen. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Die Hütte ist voll, die Hütte ist voll, die Hütte ist total voll. Tja, liebe Freunde, ich warte jetzt auf mein Taxi. Das wird aber gleich kommen. Das haben sie ja schon gerufen vor ungefähr 5 Minuten. Meistens dauert das 10 Minuten bis 1/4 Stunde, dann ist der da. Das Schöne ist hier, das wird ja immer von Mercedes auch übernommen, die Kosten. Kann man sich mit dem Taxi abholen lassen und wieder herbringen lassen. Dann brauche ich nicht mit dem Pkw hier hin und her und habe den dann hier stehen oder so ein Mist. Das finde ich immer ganz gut. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, wenn man hier LKWs zur Werkstatt bringt. Oder ob das nur so ist, wenn man Charterfahrzeuge hat. Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall finde ich das einen ganz guten Service. Hat man ja auch nicht überall. Ne? Wenn ich so an Volvo denke, da musste ich immer nach Isernhagen in die Werkstatt. Ja, dann kann man dann zusehen, wie man da wegkommt. Das ist immer nicht so lustig. Da muss man immer noch eine Person haben, die dann damit hinfährt und einen wieder mitnimmt. Da schaut mal. Dem Achim seine neue Zugmaschine ist schon da. Das ist doch schön, ne? Der hat andere Lampen. Schön, so ein neuer LKW, ne? Andere Blinker hat er. Ja. Sonst sieht, so wie ich das sehen kann, alles gleich aus. Da werde ich Achim aber mal interviewen, ob der wirklich der Blinker leiser ist und ob der auch besser schaltet. Das würde ich ja gern mal wissen. Hat der die Sitzecke drin oder hat der Sitze? Ja, komme ich jetzt mit der Kamera nicht hoch. Ich gucke mal eben ohne Kamera. Könnt ihr das sehen? Ja, der hat die Sitzecke drin. Sollen ja angeblich alle bekommen. Also links wieder Ledersitz und rechts die Sitzecke normal. Schade, aber egal. Was soll's? Hier diese Klappen, die gehen auch leichter. Und die sind jetzt aus Kunststoff, nicht mehr aus Guss. Das ist auch schön, weil meine, die kriege ich kaum noch auf. Da muss ich mit beiden Händen so doll dran ziehen und zu genau das Gleiche. Ja. Ja, schönes Fahrzeug. Freue ich mich auch schon auf meinem, aber da muss ich noch über ein Jahr warten. Das ist so. Na gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich mal. Und sage mal, das war's dann für dieses Video. Wir hören und sehen uns beim nächsten Video.
Ich werde jetzt nach Hause fahren und Feierabend machen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dieser Woche. Tschüss. Peace.